Boah, bin ich erschrocken. Wunderbar. Ich glaube, das Ding macht erst so seine Rundtour. Oder halt speichern. Okay, ich dachte, ich krieg Schaden. Sprach er und bekam Schaden. Boah, gemein. Ah, okay. Speichern. Die Kombinierung. Hier geht's. Da, 371. Au. Alter, solche Pissnelken. Boah, das ist dunkel wie im Nonarsch. Ach, von da. Speichern. Boah, besser ich gehe da mal weg. Nicht, dass ich wieder niedergedrückt werde. Gut, aber ich glaube, das war's auch schon. Alter! Diese scheiß Imps! Ich bräuchte Heilung. Video wird heruntergeladen. Ja, sehr schön. Schauen wir doch mal privat. Videodisk und schauen uns mal das Video an. Ach so. Willkommen in den Stasis-Kammern des Delta-Komplexes. Diese Einrichtung sollte für die Unterbringung und Analyse der extradimensionalen Wesen dienen, die bei den ersten Teleporter-Tests von Delta Ebene 3 mitgebracht wurden. Über ihre natürliche Umgebung ist wenig bekannt, aber die Exemplare scheinen auf Kohlenstoff zu basieren, mit extrem hoher Hitzetoleranz. Das Epidermisgewebe ist sehr widerstandsfähig gegen Abschürfungen oder Schnitte, was interne Untersuchungen verkompliziert. Es wurde unglaubliche Stärke und Agilität beobachtet, bei manchen Exemplaren auch die Fähigkeit, kohäsive Plasmamassen zu manifestieren und zu kontrollieren. Wie die Plasmamassen erzeugt werden, ist nicht bekannt. Wir nehmen an, dass die Exemplare über eine rudimentäre Intelligenz und soziale Struktur verfügen, wie bei den ersten tragischen Expeditionen durch das Portal zu sehen. Die Verluste an Menschenleben bei der Beschaffung der Exemplare waren gewaltig. Doch hoffen wir, irgendwann das Genom entschlüsseln und die vielen Fragen beantworten zu können, die diese Wesen aufwerfen. Alter.
speichern. Ah. Sehr schön. Willkommen in den Stasis-Kammern des Deltas. Hier komme ich nicht mehr zurück. Ich will mich heilen. Moment hier mal. Gab es denn nicht hier so ein Panel? Nee. Ja, ich bin halt ein bisschen, was die Energie anbelangt, echt. Oder wie Steve sagen würde, ich würde mal wieder aus einer Mücke einen Elefanten machen. Was aber auch stimmt, was meine Energie betrifft. Speichern. Boah! Pissnelge. Ich will den Seelenwürfel haben, den Zollcube, aber den hat Betrüger in der Hölle, glaube ich. Ah, PDA, Larry Bullman. Und die Videodisc. Schauen wir uns jetzt erstmal beides an. Larry Bullman, Seelenwürfel als Waffe, erstmal E-Mail. Da, Malcolm Betrüger. Seelenwürfel als Waffe. Dr. Bullman, ich habe Ihren Bericht erhalten und bin sehr verblüfft. Ich weiß nicht, wie Sie aus dem Wenigen, das wir über das Objekt wissen, überhaupt irgendwelche Schlüsse ziehen konnten, geschweige denn dermaßen bizarre. Schicken Sie mir Ihre sämtlichen Notizen zur sofortigen Prüfung. Bitte bewahren Sie in Ihrem eigenen Interesse so lange Stillschweigen über Ihre Schlussfolgerung. Nicht, dass doch jemand auf die Idee kommt, einer meiner hoch angesehenen Wissenschaftler erginge sich in... Was? Fantastereien. Okay. MartianBuddy.com. Sie können bereits gewonnen haben, wahrscheinlich. Dr. Bullman? Ich hoffe, Sie finden diese E-Mail. Ich verstecke meinen wahren Namen und meine Adresse hier in dieser E-Mail. Er liest vielleicht Ihre Mails. Ihr Boss, ich würde seinen Namen nicht nennen, Betrüger, ist weitaus gefährlicher, als Sie sich vorstellen konnten. Können. Ich glaube, er benutzt Sie und manipuliert Ihre Arbeit. Ich glaube, Ihre Schlüsse
sind richtig und er weiß es. Er möchte die Ergebnisse vor der UAC verbergen und das Objekt selbst nutzen. Ich weiß noch nicht warum, aber das finde ich noch heraus. Tun Sie, was Sie können, um ihn aufzuhalten. Dieses Objekt darf ihm nicht in die Hände fallen. Zu spät. Und hier Freiwillige gesucht. Personal, was? Koordinator. Die UAC Mars-Einrichtung sucht Freiwillige. Wir möchten Mitglieder Ihres Teams ermutigen, in den folgenden Berichten auszuhelfen. Sicherheitskomitee. Halten Sie die UAC-Mitarbeiter über die Bedeutung der Sicherheit auf dem Mars auf dem Laufenden. Überprüfen Sie die Erste-Hilfe-Standorte in den Anlagen. Planen Sie Veranstaltungen für den Monat der Sicherheit. Was? Sicherheitssensibilität. Durch Ihr Engagement hier verdienen Freiwillige 5 zusätzliche Credits im Monat. Forschungsassistenten. Das Täterlabor sucht Unterstützung für seine spannenden und bahnbrechenden Arbeiten. Wir haben unterschiedliche Projekte, mehr dazu erfahren Sie beim Forschungskoordinator. Ja, okay. Gesundheitstest und Haftungsverzicht sind Voraussetzung. Durch Ihr Engagement hier verdienen Freiwillige 25 zusätzliche Credits im Monat. Wenn Sie mehr über eines der Angebote erfahren oder selbst offene Stellen in Ihrer Abteilung anbieten möchten, wenden Sie sich bitte an Sierra Olson, Freiwilligenkoordinatorin bei der USC Personalabteilung. Und I am McCormick, es ist eine Waffe. Larry, du hattest recht, der Seelenwürfel ist eine Waffe. Ich habe die Glyphen übersetzt und weiß jetzt, wie er funktioniert. Der Seelenwürfel muss aufgeladen werden, bevor er benutzt werden kann. Die Seelen darin müssen mindestens 5 Tote spüren, bevor die spirituelle Potentialitätsmatrix die positronische Begrenzung erreicht. Nach unserer Auslegung der Glyphen verfügt der Würfel über eine Möglichkeit, seine Einsatzbereitschaft zu bestätigen. Aber wie das geschieht, ist nicht klar. Vor allem aber wissen wir nicht, was geschieht, wenn er eingesetzt wird. Dies geht weit über den Zuständigkeitsbereich der Marsstation und selbst der UAC hinaus. Wir können Betruger nicht trauen. Er hat den Verstand verloren. Ich bereite einen Bericht für die obersten Stellen auf die obersten Stellen auf der Erde vor. Viel Glück und Gott stehe uns bei. Ian.